In Deutschland leben rund 1,6 Millionen Demenzkranke. Jahr für Jahr treten etwa 300.000 Neuerkrankungen auf. Demenz, eine Krankheit, die viele betrifft. Groß ist daher das Interesse am 13. Kölner Abend der Sportwissenschaft. Professor Stefan Schneider läutet den Abend ein. Das Thema: Denksport, aktiv gegen das Vergessen. Dass Sport und Bewegung Körper und Geist gut tun, ist bekannt. Aber welche Effekte hat ein gesundheitsorientiertes Sport- und Bewegungsprogramm bei Menschen mit beginnender kognitiver Beeinträchtigung? Das ist die Frage, um die es an diesem Wissenschaftsabend geht. Kann ein intensives Sport- und Bewegungsprogramm bei bislang eher unsportlichen Menschen das Fortschreiten einer Demenzerkrankung im frühen Stadium verhindern oder verlangsamen? Die groß angelegte internationale Studie Denksport liefert erste Erkenntnisse. Projektleiter Professor Stefan Schneider stellt sie vor. Wir sehen bei denjenigen, die in der Kontrollgruppe waren oder die nur einmal die Woche gekommen sind, die also keine Verbesserung ihres Fitnesslevels zeigen, keine Verbesserung. Bei denjenigen hingegen, die eine deutliche Verbesserung ihres Fitnesslevels sehen, sehen wir eine hochsignifikante Verbesserung der Leistung. Die gute Nachricht also: Ein aktiver Lebensstil kann das Voranschreiten einer Demenzerkrankung im Frühstadium beeinflussen. Und nicht nur das. Die kognitive Leistung und die wahrgenommene Lebensqualität wurde nach einem Jahr sogar deutlich verbessert. Professor Schneider fasst zusammen. Ein regelmäßiges körperliches Training kann die Prokretienz, das Fortschreiten einer leichten kognitiven Beeinträchtigung, aufhalten. Einmal Sport pro Woche reicht nicht. Nur wer körperlich fit wird, und da gibt es ganz klare trainingsphysiologische Empfehlungen, wird auch mental fitter. Nicht die Art und Weise des Trainings ist entscheidend. Es ist egal, ob ich Ausdauerkraft, Sport mache, Aquajogging, Gymnastik. Entscheidend ist, dass es innerhalb der Sportart zu einer Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit kommt. Oder aber, damit möchte ich das, was ich zuvor gesagt habe, auch wieder in Frage stellen, vielleicht ist es auch nur das gemeinsame soziale Miteinander. Nach dem Vortrag bittet Moderator Wolf-Dieter Poschmann die Podiumsgäste auf die Bühne. Franz Müntefering, Hildegard und Sabine Lattek, Professor Franz Jessen, Dr. Tim Fleiner und Professor Stefan Schneider. Für das Publikum folgt eine kurzweilige und interessante Debatte, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Hildegard und Sabine Lattek, Frau und Tochter der verstorbenen Fußballlegende Udo Lattek, berichten von ihren Erfahrungen als betroffene Angehörige. Udo Lattek litt an schleichender Altersdemenz. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man eben, wie meine Mutter das gerade beschrieben hat, am Anfang wirklich da steht und weiß nicht, was man machen soll. Man hat eben, wie wir, gar keine Erfahrung gehabt. Wir sind auch zu Seminaren gegangen, haben uns das angehört. Aber es ist trotzdem dann, wenn der Mensch vor einem steht und auf einmal so ganz anders wird, ist das schwierig. Tochter Sabine Lattek ist zudem in ihrer Funktion als Projektleiterin der Marie-Luise- und Ernst-Becker-Stiftung vor Ort, die das Projekt Denksport mit 75.000 Euro unterstützt. Die Ursachen einer Demenzerkrankung sind vielfältig und die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen. Familiäre Vorbelastung hat ebenso einen großen Einfluss wie Umweltbedingungen und der persönliche Lebensstil. Professor Frank Jessen ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Physiotherapie am Universitätsklinikum Köln, in deren Bereich auch die Behandlung und Erforschung von Demenzerkrankungen fällt. Ja, Demenz beschreibt einen Zustand eigentlich, ein Syndrom, wie die Mediziner sagen, bestehend aus einer Verschlechterung der geistigen Leistungsfähigkeit, die zunimmt und die so ein starke Ausprägung hat, dass man dadurch im Alltag nicht mehr selbstständig zurechtkommt. Das heißt Demenz, nicht mehr und nicht weniger. Und es gibt sehr viele Erkrankungen, die zu einer Demenz führen können. Die mit Abstand häufigste Ursache für eine solche Demenz ist die Alzheimer-Krankheit, die eine typische Gehirnveränderung beschreibt, die viele Jahre vor der eigentlichen Demenz im Gehirn beginnt, mit typischen pathologischen Veränderungen, Ablagerungen im Gehirn, die die Nervenzellen schädigen und dann in der Endstrecke quasi zu diesem Demenzsyndrom führen. Der ehemalige Bundesminister Franz Müntefering ist in seiner Rolle als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen gekommen. Er fordert eine Debatte über das Älterwerden.
Bewegung und Begegnung seien ganz zentrale Dinge, die man dem Menschen vermitteln müsse. Wir müssen es ihnen jedenfalls leicht machen, das ist meine Hauptbotschaft, Lust darauf zu bekommen und zu wissen, das ist gut für mich, wenn ich mich bewege und wenn ich mit anderen zusammen bin und die sozialen Kontakte da festige. Das ist auf jeden Fall und immer gut. Dr. Tim Fleiner, Mitarbeiter am Institut für Bewegungs- und Sportgerontologie der Deutschen Sporthochschule und Therapeut an der LVR-Klinik Köln, berichtet aus dem Alltag mit schwer erkrankten Demenzpatienten und gibt konkrete Bewegungsempfehlungen. Wir brauchen ein gewisses Maß an körperlicher Aktivität, an spezifischer körperlicher Aktivität, ein Training. Und da kommen wir für uns auf diese 150 Minuten pro Woche. Die gelten für alle. Und ab 65 Jahren geht man davon aus, dass wenn man 150 Minuten in moderater Intensität macht, dass man dann gesundheitsfördernde Effekte erreicht. Die Podiumsdiskussion geht weit über die eigentliche Frage hinaus. Es geht auch um Vorbehalte von Menschen ohne Sportlerbiografie, um die Furcht vor der Konfrontation mit der abnehmbaren Leistungsfähigkeit. Eine vielschichtige Diskussion und positive Fazits. Ja, Sie fragen nach dem Ergebnis des Abends. Gute Informationen, saubere Arbeit, sehr informativ. Und für jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, wie ich das für die BAXO tue, sehr wichtiger Abend. Auch die ganze Diskussion. Alles ausgerichtet auf die schlichte Wahrheit, dass diese Herausforderung zunehmen wird. Es wird mehr Menschen mit Demenz geben, einfach weil wir länger leben. Die Lebenserwartung steigt über 80 deutlich hinaus und da ist die Anfälligkeit besonders groß. Wir haben gesprochen über die Prävention, die Vorbeugung, die man auch schon machen kann, wenn man noch nicht weiß, ob man denn überhaupt in Gefahr ist, dement werden zu können. Aber wir sind uns hier einig an der Sporthochschule, dass Sport und Bewegung auf jeden Fall immer gesund ist und dass es den Menschen helfen kann, mobil zu bleiben und gesund zu leben und auch alt zu werden. Aber dann auch, wie kann man eigentlich mit denen arbeiten, die schon dement sind und in welcher Weise kann man mit einer gezielten Sport- und Bewegungsaktivität ihnen helfen, doch noch ein Stück Lebensqualität zurückzugewinnen. Auch da ist ja nicht alles verloren, sondern man kann durchaus noch hilfreich sein und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ein Stück Lebensqualität retten können. Ein Fazit des Abends ist, dass es, glaube ich, immer klarer ist, dass Sport und Bewegung gut ist fürs Gehirn. Das ist eine ganz wichtige Nachricht, die wir in den letzten Jahren oft gehört haben und die auch immer bekannter wird. Was mich doch bewegt hat heute Abend, ist die Frage, wie kriegen wir diese Nachricht an alle Menschen transportiert und wie kriegen wir die, die eben noch nicht so intrinsisch motiviert sind, sich zu bewegen, wie kriegen wir die dazu? Und ich glaube, das wäre für die Sportwissenschaft oder die Sportpsychologie eine große Herausforderung. Wie kann man diese Menschen auch motivieren, Sport zu machen und ihr Gehirn zu schützen? Training bei Demenz funktioniert, ist machbar und ist vor allem effektiv. Neue Erkenntnisse zeigen, dass wenn Training bei Demenzpatienten strukturiert durchgeführt wird, also auf Basis eines Assessments, einer Zielsetzung und dann einer folgenden Intervention durchgeführt wird, dringende Effekte hat bei diesen Demenzpatienten und vor allem neuropsychiatrische Symptome, das heißt das Verhalten von solchen Patienten verändert werden kann. Diese Erfolge und diese Effekte gilt es auch in die Versorgung mit umzusetzen und an diesen Projekten und Maßnahmen arbeiten wir aktuell. Insgesamt hat man, glaube ich, wirklich gemerkt, dass das Thema brennt, dass viele Menschen interessiert sind am Thema Demenz natürlich per se, aber dann auch Prävention und Therapie durch Sport und Bewegung. Ich glaube, wir konnten mit unseren Laten ganz gut klar machen, dass es auch möglich ist, wenn man am Rande einer Demenz steht, noch intensiv Sport zu treiben und damit die Progredienz der Erkrankung aufzuhalten. Die Podiumsdiskussion nachher hat wirklich nochmal die ganze Bandbreite, die ganze Facette gezeigt, von der Therapie bis hin zur Prävention. Auch die verschiedenen Aspekte, die wir reingebracht haben, auf der einen Seite der familiäre Aspekt, die familiäre Betroffenheit durch die Familie Lattek, dann natürlich viel medizinische Informationen von Professor Jessen. Franz Müntefering, glaube ich, sehr kompetent auch nochmal klar gemacht, welche sozialpolitischen Herausforderungen die Erkrankung mit sich bringt. Und was ich sehr angenehm fand, war Tim Fleiner, der auch nochmal von sich aus erzählt hat, aus seiner therapeutischen Sichtweise erzählt hat, was einfach in der Klinik wichtig ist und notwendig ist in der Demenzerkrankung.
Die Gespräche und Diskussionen dauern noch bis weit nach Ende der Veranstaltung an. Der Kölner Abend der Sportwissenschaft hat einmal mehr den Nerv der Zeit getroffen und den Transfer von Wissen in die Gesellschaft beispielhaft umgesetzt. Auch dank des Moderators Wolf-Dieter Poschmann, der unterhaltsam und feinfühlig durch den Abend führte.